Ja, hallo, herzlich willkommen zum Ebal Wintergartenblog. Heute wieder mal in der Ausstellung, Ronald. Heute zeige ich euch einmal das Lamellendach, Lamaxa L70 von Varima. Das haben wir nämlich da. Und diese ganz coole Geschichte. Es ist ja wirklich ein geiles Produkt, richtig hippes Produkt. Durch das Aufmachen von dem Dach, also durch das Drehen der Lamellen, kann man das Dach je nach Sonnenstand auf- und zu machen. Und das Coole ist eigentlich das, man kann das Ganze auch noch wegfahren. Wenn man wirklich sagt, ich hätte gerne noch Himmel, ich hätte noch gerne Freiheit, dann kann man das Ganze auch noch wegfahren. Von der Größe her haben wir jetzt hier 5,50 m x 3,80 m gemacht. Wir haben das Ganze ausgestattet mit einer Outdoor-Küche, mit der Heatsail-Lampe, und zwar dem Dome. Das ist Lampe und Heizung in einem. Wir haben dann das Licht in den Pfosten, Licht entlang der Dachrinne. Und wir haben also drei Seiten mit Screens gemacht. Das zeige ich euch alles nachher. Von der Bedienung her, wir haben alles auf dem Handy drauf. Wir steuern es mit einer App. Handy habe ich immer dabei, Fernbedienung, was ich immer suche. Darum ist eigentlich das mit der Handy-App eigentlich ganz eine coole Geschichte. Da brauchen wir LAN-Verbindung dazu, dass das funktioniert. Ansonsten ist es eine ganz eine tolle Geschichte. Ich nehme jetzt dann die Kamera auf, dann zeige ich es euch. Und nachher da seht ihr die Einzelheiten und auch das Ganze ein bisschen in der Fahrbewegung, wie sich sowas darstellt, wie sowas funktioniert. Und ist eine ganz coole Geschichte. So, jetzt haben wir die Kamera nochmal aufgenommen. Also wir haben das ganze Dach hier in Weiß, 9016 Mikrostruktur. Und jetzt sieht man mal da oben entlang der Dachrinnen. So, jetzt gehen wir mal schnell hoch, die Dachrinnen praktisch hier. Die sind innen liegen bei so Lamellendächer. Da haben wir Ambientelicht, das strahlt praktisch dann die Lamellen von unten her hoch. Und dadurch hat man praktisch ein richtig cooles Ambiente. Das haben wir jetzt rechts und links gewählt. Und da ist es immer wichtig, dass man eigentlich die Lamellen sehr hell nimmt von der Farbe her, damit man eine Reflexionsfläche hat. Aber wenn man jetzt das Ganze in 7016 oder in DB703 hätte, dann hat man keine Reflexion vom Licht oder keine so schöne Lichtreflexion. Das Ganze darf dann ein bisschen gedrückt wirken. So wirkt das Ganze relativ hoch und schön frei und leicht. Da im Eck hinten sieht man jetzt einmal das Licht in den Säulen. Das sind zwei LED-Stripes, die wo einmal nach rechts und nach links gehen. Und das kann man an jeder Säule machen. Da machen wir ein bisschen Werbung dafür. Da steht dann ein Varima Lamaxa dort. Also das ist einfach der Hersteller. Ich finde, dass man es beim Varima kaufen müsste. Wir haben früher das Rensen gehabt, aber muss ich ganz ehrlich sagen, da kriegst du graue Haare, weil einfach die Qualität nicht so ist, wenn man es sich gerne wünscht. Und bei Varima haben wir einfach einen deutschen Hersteller dahinter. Deutschen Service, deutsche Ansprechpartner, das funktioniert einfach wesentlich besser. Und da braucht man sich einfach nicht zu viel ärgern, wie mit einem anderen Produkt. Und darum würde ich da das Ganze immer zum Varima nehmen. So, jetzt fahren wir ein Screen auf. Das Screen ist dann praktisch unsichtbar in der Tragstruktur drin. Das heißt also, von außen her ist so ein Screen nicht sichtbar. Wenn der weg ist, da sehe ich dann einfach eine geschlossene Struktur. Und wenn ich runterfahre, diesen Screen, dann kommt der schön rausgefahren. Die Screens, wie gesagt, habe ich schon mal einen Block drüber gedreht. Die haben bis zu 100 Stundenkilometer Wind halten die aus. Und da sind die Wind, Insekten und Sonnenschutz enorm. Das Schöne ist, dass man sieht jetzt da auch, das ist die Semitransparenz von unserem Screen. Das heißt also, ich schließe mich nach außen her nicht ganz ab. Das heißt, ich kann immer noch ein bisschen nachschauen. Das hängt aber mit dem Helligkeitsfaktor zusammen. Das heißt, solange ich hier im Dunkeln stehe, kann ich nachschauen und kann reinschauen. Wenn ich nachts das Licht anmache, bin ich der hellste Punkt und dann dreht sich das Ganze. Wenn man das vermeiden macht, muss man einfach im Garten Licht da machen und dann habe ich diesen Blickdichtigkeit von außen nach innen nach wie vor erhalten. Jetzt kommen wir mal dann zu dem wichtigsten Teil. Das ist praktisch das Lamellendach an sich ja selber. Ich tue jetzt einfach mal die Lamellen auffahren. Wenn es mir lassen wird, so. So, jetzt haben wir die 90 Grad Position. So, die Lamellen sind jetzt praktisch auf die 90 Grad Stellung gefahren und da haben wir jetzt schon richtig einen schönen Himmel eigentlich. Wir sind ja indoor, da haben wir keinen Himmel. Und jetzt fahren wir dann das Ganze doch einfach noch mal auf. So, jetzt setze ich die erste Lamelle da schön in Bewegung. Und jetzt werden praktisch die ganzen Lamellen schön nach hinten gestapelt. Da ist praktisch so ein Seilsystem dahinter, links und rechts.
wo die einzelnen Melmis am Seil nach hinten gezogen werden. Also die Technik ist sehr zuverlässig, auch sehr wartungsarm. Wir selber haben jetzt noch keinen Fall nicht gehabt, wo wir gesagt haben, das war jetzt irgendwie mal was kaputt gegangen. Einmal haben wir was gehabt, da hat es ein Ast nicht zwickt in den Lamellen bei der Drehbewegung. Dann ist uns dieser Bolzen, hat uns verbogen, den haben wir aber austauschen können. Also war grundsätzlich eine ganz einfache Geschichte. Jetzt schauen wir einfach mal so rüber. So, dann kriegen wir ein bisschen Himmel. Dann sehen wir unser Oberlicht. Das heißt also, das Dach öffnet im Prinzip, hängt mit der Länge zusammen und wie viel Platz ich dann zum Stapeln verbrauche durch die Lamellen. Das ist immer so, ich sage mal, 4/5 bis 2/3, wo das Dach dann aufhat. Hier ist es jetzt praktisch in der Parkposition, die einzelnen Lamellen. Man sieht das ja schön. Also bei unserem Dach ist es ungefähr, sage ich mal, geschätzt, ein gescheiter Meter, 1,20 Meter sind das da, und bei 5,50 Meter ist also der Rest auf. Also ist ganz eine tolle Geschichte. Wie gesagt, durch diese Screens, die wir hier auf drei Seiten haben, ist das nach wie vor einfach eine schöne Windschutzanlage. Ich kann das Ganze schön Outdoor Living betreiben und kann dann da einfach sagen, Mensch, einfach schnell draußen sitzen, mich vor Regen schützen, vor Wind schützen. Und genau um das geht es eigentlich bei so einem Thema, dass man die Natur, die uns jeden Tag andere Aufgaben stellt, einfach schön wieder dagegen arbeiten können. Dann hat man einmal Himmel, dann hat man Sonne, dann hat man Regen, dann hat man Wind und dementsprechend kann ich das Ganze dann gestalten. Wenn ihr mal eine Frage habt zum Lamellendach oder zu sonst irgendwas, dann einfach an die harald.ebel@wintergarten-ebel.de oder an die info@wintergarten-ebel.de. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Blogs. Danke, ciao, servus.